Ja, wie ihr sehen könnt, könnt ihr ganz viel sehen. Lars war fleißig, richtig fleißig. Das hat so die letzte Zeit ergeben, dass ich mir Beet für Beet vorgenommen habe, da wo meine Energien mich hingezogen haben. Das kennt ihr ja schon, das Geschichtchen, aber gerade hier auf der Ecke hat sich einiges getan. Trampelpfade sind, glaube ich, auch von euch aus ein bisschen zu sehen. Hab den Weg frei gemacht und so. Das werde ich euch gleich alles von nahen zeigen. Wir machen einen schönen, runden, entspannten Gartenrundgang. Naja, ganz so entspannt ist er wohl nicht. Jetzt fängt der Lärm im Hintergrund an. Ja, damit leben wir jetzt einfach. Einmal von hier gezeigt. Ich kann es ja hier so schön im Kreis zeigen. Kiholbeet, Dasenbeet, Dasenbeet, das werde ich euch zeigen. Da darf ich noch bei. Das ist zur Hälfte, na, ein Drittel auch schon fertig. Hier vorne war ich bei, dort war ich bei. Ich meine, das habt ihr auch noch nicht gesehen, das kann ich euch zeigen. Ansonsten, da ist alles alt, bekannt. Und hier vorne habe ich noch ein bisschen Ernte liegen. Und da haben wir eine Möhre, die werde ich euch auch gleich nochmal von nahem zeigen. Hier vorne sind Beete fertig. Dort vorne, wo ich gerade die Schubkarre hingebracht habe, da habe ich auch ein bisschen frei gemacht und auch nach vorne hin könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe Hummeln im Moor. Fühlt euch eingeladen auf einen entspannten Gartenrundgang. Ich versuche meine Hummeln noch ein bisschen runter zu kriegen und ins Gleichgewicht zu kommen. Und damit das spannend wird, würde ich sagen, mache ich das tatsächlich so ungefähr in der Reihenfolge, wie das tatsächlich hier so durchgelaufen ist bei mir. Und da wir hier das Kiholbeet haben, zu Genüge gezeigt. Ah, da wächst noch richtig schön der Feldsalat. Aber hier vorne, da kann ich mit euch mal durchgehen und zeigen, wie da so der Fortschritt ist. Wie man unschwer erkennen kann, hier jetzt der Weg frei. Hier war alles voll Gras, so es ging echt tief. Hab so einige Schubkarren weggefahren mit Beikraut. Das kann ich euch vielleicht nachher auch noch zeigen. Das ist ein Riesenberg geworden. Ja, aber dafür habe ich es jetzt hier nebenbei frei. Hab hier auch noch ein bisschen was ergänzt, ausgebessert, verändert. Da wartet auch eine Kleinigkeit noch. Aber um die Beete an sich habe ich mich schon gekümmert. Bei mir geht es ja immer um Leben bringt Leben und alles, was ich so aus den Gartenkreisläufen ziehen kann, das wandert hier in die Beete und das möchte ich euch natürlich im Detail zeigen. Erstmal hier für den Überblick. Hier vorne habe ich auch eine Schneise drin. Die hat sich bewährt gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht ganz bis zum Rand. Und hier vorne soll auch wieder Mulchmaterial drauf oder was sich sonst noch so findet und ja, das, was da drunter noch irgendwie wächst, zu verbrennen bzw. zu unterdrücken. Hier vorne steht noch ganz stolz der Grünkohl, auch ab und zu noch genascht. Ja, ist ein bisschen gewachsen, habe ich das Gefühl. Ja, doch ordentlich sogar. Und hier in den Beeten, damit ihr es auch sehen könnt, da habe ich einmal hier die verkompostierte Erde von der einen Stelle, wo wir auch noch hinkommen. Mache ich darauf aufmerksam, wenn wir da sind. Da habe ich immer Pferdemist und so gelagert und alles, was hier so an kleinen Sachen, ne, ob Bambus, ob ja, alte Pflanzen, möglichst ohne Saatgut, hat dann hier so reingefunden, dass da drunter ist alles Mulchmaterial schon. Also Holz, Laub verkompostiert, Pferdemist verkompostiert, so ein bisschen was überall drüber gestreut. Und hier vorne ist gleich mal ja, das ein oder andere Pflänzchen reingekommen. Hier haben wir eine Nachtkerze, eine ziemlich große. Dort eine etwas kleinere und das müsste sein, wenn ich mich nicht irre, eine Königskerze. Sonst ist hier alles frei. Und hier ist eine Reihe mit ja, Himbeeren. Hat mich doch letztes Jahr sehr erfreut. Noch recht spät kam mal ein bisschen was um die Ecke. Und das hat sich ja gerade erst breit gemacht. Und hier vorne habe ich auch noch ein paar Pflanzen gelassen. Nebenbei auch noch ein bisschen Kartoffeln geerntet. Hier an der Stelle, ach, gehe ich doch einfach mal rein hier. Hier vorne einmal Mangold, 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 Mangold. Also der Bereich hier ist schier. Vielleicht versteckt sich auch noch irgendwo eine Kartoffel. Die machen sich dann irgendwo zwischendrin breit. Haben wir ein bisschen Ernte. Noch im Frühjahr ist eine tolle Sache, wie ich finde. Habe dann ganzen Eimer Kartoffeln noch rausgeholt, also in Verbindung mit dem Kartoffelacker. Und hier vorne habe ich noch ein bisschen was vor. Auch hier in der Hoffnung, irgendwann mal nochmal die Ränder mit Totholz oder irgendwas schicken zu machen, dass das ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich sag mal, eingegrenzt ist in Anführungsstrichen, ne? Ich möchte natürlich das Wild haben, aber so mit Totholz kann man echt schöne
Ecken zaubern. Das werde ich euch gleich auch in einem anderen Beet zeigen. Überall das gleiche Spiel, so, ne, mit verkompostierter Erde, Mulchmaterial und alles, was so an Pflanzen irgendwo rumlag, ob das die Sonnenblumen waren, ob das Beifuß war, ob das Topinambur war, was weiß ich. Da gibt es so viele Sachen, die da reinfinden bei mir. Ach ja, ganz, ganz wichtig, Totholzstückchen, hier kann man das ganz gut sehen. Hier, das sind so Sachen, das verkompostiert sich dann durch. Nach und nach, ist auch nicht wichtig in der Reihenfolge, der Boden frisst das alles so schnell, da braucht ihr gar nicht so einen riesen Aufwand betreiben. Ja, und dann mache ich doch mal einen großen Schritt. Hier vorne habe ich davon ein weniger, das war nicht so klug, weil da Farbe abplatzt, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann ersetzen. Hier ist ein bisschen Totholz hingekommen, ein bisschen begrenzt. Ich denke, da werde ich noch mehr machen an den Rändern. Sonst ist hier auch kein Pflänzchen drin. Und hier oben drauf darf dann irgendwann mal wieder so ein Tomatendach finden. Da muss ich mal gucken, wie ich das löse. Ein paar Ideen habe ich schon. Das, was ich da habe, bei mir zu Hause im Keller, was da steht, ist wieder so eine, ja, Bambusmatte, Bambuszaun. Ach, ihr kennt das bestimmt, was man so auf dem Balkon nutzt. Nur etwas größer. Und von daher, von den Ausmaßen passt es nicht so ganz. Aber irgendwas lasse ich mir da einfallen. Das Kiholbeet möchte ich euch jetzt trotzdem nicht vorenthalten, weil hier wächst ja immerhin noch Feldsalat. Den kann man überall so schön grün entdecken. Und der ein oder andere ist tatsächlich auch schon erntbar. Ich glaube, da dürfte ich noch meine Freude mit haben. Ja, soweit sieht das gut aus. Da vorne habe ich ein bisschen gewerkelt. Ich habe hier einen neuen Pfahl rein. Der an der Ecke war auch noch morsch, durfte ich feststellen. Der brach dann direkt ab. Liegt alles da vorne. Ja, und dann habe ich hier Bretter ran, so ein bisschen optische Begrenzung. Hier auch ein bisschen Deko ran. Ihr kennt mich ja, das muss ja alles irgendwie eine Ästhetik haben, damit ich auch meine Freude entfalten kann. Ja, so ein bisschen gemixt und schön machen ist ja wichtig für den Garten. Ihr kennt das ja. Da werdet ihr übrigens bei mir noch viel mehr Inspiration finden, falls ihr auf der Suche seid. Seid ihr bei mir vielleicht zum ersten Mal genau richtig. An Ideen fehlt es mir definitiv nicht. Ich lasse das ja auch meistens fließen. Hier vorne habe ich noch Holz liegen. Hier, so Sachen, da wollte ich mal gucken, ob ich die irgendwie noch rankriege. Ja, sind wir so über den Weg gelaufen. Hier noch ein zweiter. Das dürfte eine Birke sein. Richtig schönes. Schöner Ast. Schönes Stück Holz, wollte ich sagen. Das entwürdigt das meiner Meinung nach eher. Also hier auch ordentlich durchgegangen, schon ordentlich weggenommen. Das ist das, worauf ich hinweisen wollte hiervon. Pferdekompost, was weiß ich, was ich da so hatte noch. Also alles, was ich so verkompostieren durfte, auch Laub. Das hat dann überall mit in die Beete gefunden, damit das ein bisschen Pfeffer wieder kriegt. Einfach so die Würze zwischendrin. So einfach irgendwie da drauf. Mit den Beeten habe ich das sowieso so, dass ich, egal wo ich bei bin, so einen natürlichen Rhythmus habe, so ein natürliches Gefühl, dass da jetzt Mulch reinkommt, dass da verkompostierte Sachen reinkommen aus Laub oder, wie gesagt, der Pferdemist oder was ich da halt eben so findet. Und dann gehe ich da so bei, wie in der Küche, wenn man ein Gericht zubereitet und verteilt das überall im Garten. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Und ich muss sagen, so wie ich jetzt hier die Beete durchgekommen bin, auch so von, ich sag mal, vom Schwierigkeitsgrad, hat sich das gelohnt, das auf die Art und Weise anzugehen. Denn ich habe gerade die Beete, die jetzt regelmäßig gemacht wurden und auch mal ein Jahr ausgelassen wurden, wegen der Ereignisse letztes Jahr vor allen Dingen, ja, da die Beete kommen ganz gut ohne einzurechnen. Ich habe jetzt da vorne eine Stelle, die ein bisschen interessanter für euch ist. Das ist ja, das Grassodenhochbeet. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Und hier habe ich freigemacht, stabilisiert die Wände und ja, ein bisschen Totholz gesammelt. Also hier drunter ist das frei, war ich ordentlich bei. Also an die 15 Schubkarren habe ich hier insgesamt bestimmt rausgeholt. Ja, das kommt schon hin. Hier auch ganz viel. Hier war ja noch dieser Hochbeetkasten drauf. Der ist morsch mittlerweile. Hier liegen ein paar Reste. Das ist übrigens das Beste, was so in die Beete landet. Das sind die Stückchen, die dann hier mit im Beet landen. Und dann, ja, Leben bringt Leben mäßig, dann den Humusaufbau starten. Hier an der Stelle habe ich ganz viel Erde von unten geholt. Hier habe ich noch nicht so viel getan für den Humusaufbau. Da kann man deutlich mehr tun.
Deswegen hier sieht es ein bisschen sandiger aus. Aber man kann den Unterschied schon sehen. Guck mal hier die Farbe an. Und dann guck mal da. Ja, da wird schon deutlich dunkler. Ne? Hat hier jemand einen Wühlmausbau? Vielleicht einen Maulwurf, wer weiß. Also hier ist überall frei. Bin ich noch im Überlegen, weil das hier so tief war. Da vielleicht noch eine Schicht Steine drauf. Ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht nochmal an den Rändern ausstechen. Das Beet da vorne wartet noch. Ja, und da kann ich eigentlich direkt auch nochmal dahinter gehen und das andere zeigen. Hier vorne habe ich ja noch so eine Insel, ist jetzt quasi gemulcht, darunter ist auch alles frei. Über so ein bisschen Gras weggerupft. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Hier ist noch eine Sonnenfalle drin, das ist quasi das, was ihr da seht. Ist hier auch noch mal drin, das will ich freilegen und das möglichst auch frei von den Wurzeln halten. Ich weiß nicht, ob ich das Letztere hinkriege, aber ja, so generell das so frei machen, dass ich da möglichst wenig habe, was danach wächst. Hier vorne ein bisschen rumgerupft. Ja, dicke Elemente sammle ich. Und jetzt merke ich gerade, ich wollte auch in der Reihenfolge ganz anders vorgehen. Jetzt komme ich eigentlich erst zu dem Beet, was ich immer gerne als Kartoffelacker benenne, wobei ich da dieses Jahr ein paar Sachen anders machen möchte. Also kartoffelmäßig brauche ich nicht ganz so viel. Ich kann das noch ein bisschen eindämmen. Das ist das Feld, wovon ich rede. Das müsste im letzten Video noch dicht gewuchert sein. Das habe ich jetzt auf jeden Fall frei gemacht. Ja, hier ist halt so die Erde noch offen. Ich bin fleißig dabei, dass alles, was jetzt noch offen da liegt, natürlich schnell abgemulcht wird. Habe auch immer aufgepasst mit den Tieren. Das ein oder andere Mal tat es mir schon ein bisschen leid. Aber im Großen und Ganzen achte ich schon darauf, dass ich die Tiere nicht störe. Und die haben hier echt genug Rückzugsgebiete, wie ich feststellen durfte. Dem einen oder anderen Wurm begegne ich. Vielleicht mal so ein, in Anführungsstrichen, Tausendfüßler. Ja, aber die finden dann auch neue Plätze. Ja, hier Kellerassel nicht zu vergessen. Ja, und hier auch. Ne? Alles Biomasse, guckt euch das an. Mit Grasschnitt gemulcht, hier noch so Sachen drauf, hier auch diese ganzen, das verkompostiert sich dann mit der Zeit. Ja, und dann bin ich bis da vorne gekommen und da würde ich doch mal sagen, gehe ich nochmal außen rum, kommt vielleicht noch an einem anderen Beet vorbei und dann möchte ich euch das nochmal zeigen. Die Röhren hier freigemacht, hier ja, bei dem Beet, wo dann Mais, Stangenbohnen, Kürbis reinkommen, vielleicht eine Tomate, noch ein paar andere Pflänzchen, werde das wieder bunt mixen. Habe ich die Ecke fertig gemacht. Da muss ich noch irgendwas finden hier für die Beetbegrenzung. Einen oder anderen Stein habe ich aber ausgegraben. Ja, hier ist es eigentlich auch ganz leicht durchzukommen, weil es meistens schon die ganze Zeit unterdrückt wird. Da habe ich immer was drauf liegen gehabt und dann ja, ist das einfach eine Nummer einfacher, als wenn man ja, sowas wie das jetzt aus dem Boden holen würde, weil das ist tief runtergewachsen, ist fest, ist stark durchwurzelt und das ist ein Unterschied ja, zu so einem Beet. Das geht recht fix nachher, aber ich fand hier die Sonnenblumen noch so schick, ich konnte da noch nicht beigehen. Ich mag das optisch. Vielleicht sammle ich die raus und stecke die wieder rein. Das ein oder andere Tier schnappt sich ja auch für die Überwinterung hier diese abgeschnittenen Stellen. Und behausen das. Habe ich natürlich bei den anderen auch gehabt. Hier vorne, soweit alles beim Alten, obwohl hier doch noch ein bisschen Totholz dazugekommen ist. Steinpyramide wird noch ein bisschen andere Steine kriegen als Deko. Letzten Stand habe ich nicht so. Ich glaube, hier ist ein bisschen was zugekommen. Das sieht jetzt ein bisschen geschlossener aus. Und hier habe ich noch eine Pflanze. Vielleicht weiß einer, was es ist. Ist das auch eine Königskerze oder ist das vielleicht sogar eine Kronlichtnelke? Da kam das Zeichen vom Tier, das könnte eine Kronlichtnelke sein. Hier nochmal von Namen. Es ist so ein bisschen samtig. Aber das Eigentliche, was ich sagen wollte, das befindet sich hier noch auf dem Dach. Hier habe ich nämlich noch ein paar Wurzeln liegen. Vom Beinwell, das ist hier so das, die kann man auch verwenden, um eine Salbe herzustellen. Ja, gerade so Rheuma, Gicht und so, da soll das, glaube ich, helfen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, selber schlau machen. Bei mir heißt das immer, bitte geht in die Eigenverantwortung. Ich kann hier nur zeigen und teilen, wie ich das so mache. Ich bin weder Sach- noch Fachkundiger, kann nur meine Erfahrungen teilen, die aber mittlerweile, glaube ich, schon ganz reichhaltig sind. Irgendwie funktioniert das Ganze ja hier.
Der Garten bietet auf jeden Fall mittlerweile jede Menge Pflanzenvielfalt. Also was hier allein noch ein Saatgut im Boden ist, was mich dieses Jahr wieder überraschen wird, das wird eine Wonne sein, das zu erfahren und die Freude zu erleben und da auch wieder so reinzukommen in den Garten. Ich meine, wir haben jetzt immer noch offiziell Winter. Ja. Ich habe noch Zeit. Ich würde sagen, ich bin ganz gut dabei. Ein wunderbarer Ausgleich für den Alltag, den wir alle so um die Ohren haben, plus unsere speziellen privaten Sachen. Für mich bedeutet das, hier zu sein und das zu tun. Ja, das zeigt letztendlich ja auch, was da an Heilung hintersteckt. Also es tut mir gut. Es hat alles Riesenfreude bereitet. Ich bin nirgendwo mit diesem Arbeitsgefühl bei. Davon halte ich mich fern. Es geht auch gar nicht mehr anders. Das andere funktioniert nicht mehr. Ich habe das lange noch probiert auf die Art und Weise. Und wenn ich da so mit dem Herz beigehe, ist das für mich eine rundere Sache. Ja, was könnte ich euch denn noch zeigen? Hier vorne, da war ich. War ja richtig flott unterwegs. Kiholbeet, da vorne war ich bei. Dort hinten war ich bei. Ich würde sagen, ich habe nämlich noch ein paar Projekte. Ich habe ja jetzt nur nicht nur an meine Beete gedacht, sondern habe auch ein bisschen gebastelt und gebaut. Oh, ich komme gerade dran vorbei, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Guckt euch dieses. Oh, Riesenteil an. Das ist eine Möhre, eine gelbe Möhre aus dem Vorjahr. So groß können die werden. Das muss ich sagen, ist auch das größte Exemplar. Hat sich hier vorne noch in dem Beet befunden, wobei das gar nicht so viel Pfeffer hat, aber anscheinend war es fluffig genug, sodass wir jetzt nun hier vor der Kamera so ein Riesenexemplar haben. Ich weiß auch, mit wem ich das teile. Ich soll heute noch wohin zu Besuch. Da habe ich sowieso schon Kartoffeln mit. Und ich glaube, das könnte man da mal anschneiden und teilen. Die lege ich mal hier vorne ab. Hände waschen muss ich unbedingt auch. Jetzt wird das gleich mit der Kamera schwierig. Ja, eisig. Aber... So. Ja, ich habe ein bisschen gebastelt. Eine Sache steht hier. Da habe ich doch schon eingebuddelt. Noch kann ich hier wunderbar draufsteigen. Ja, eine Futterstation für die Vögel. Ich dachte mir, könnte das ganz interessant sein. Mal gucken, ob sie bis hierher kommen. Aber an einer anderen Stelle war das auch schon recht nah. Da saß ich ja halb daneben. Das ist einmal in die Richtung da hinten. Da wird das fleißig genutzt. Und jetzt habe ich noch eine zweite Stelle. Ich hoffe, das hält so weit. Wird sich vorne noch verdrehen. Wird sich zeigen. Und ob die Stelle da so geeignet ist, dann am Ende. Ja, und das andere seht ihr dahinter. Dann muss ich aber einmal von der anderen Seite ran. So einen langen Arm habe ich nicht. Ja. Hier habe ich auch noch ein bisschen was vor. Weidenhöhle. Vielleicht heute noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da brauche ich einen vollen Akku. Hier werde ich ja ein bisschen Richtung Weidenhöhle unterwegs sein und die Äste miteinander verbinden. Ja, ich glaube, für heute reicht's. Ich habe ja jetzt schon geackert, gebuddelt und zu Hause vielleicht jetzt noch Videos schneiden und uploaden. Ist ja einiges zusammengekommen, wobei ich hier auch echt flott durch bin mit euch. Die Prinzipien sind immer das gleiche. Ich versuche den Boden einfach etwas zurückzugeben, ne? Also bedecken, mulchen, unterdrückt dann das Beikraut und gleichzeitig kann ich mit den Sachen, die ich da reinpacke, dann auch ja, den Humusaufbau fördern. Ne, das geht nicht von heute auf morgen, auch für euch da draußen. Ihr braucht da nichts zukaufen. Seht zu, dass ihr so ein bisschen euren Garten kennenlernt und so ein bisschen das nutzt, was ihr habt. Und ansonsten vielleicht mit dem einen oder anderen Nachbarn schnacken, der vielleicht was übrig hat von dem, was ihr braucht. Ich muss feststellen, gerade so Gartenschnitt, Gartenabfälle werden oft sehr aufwendig irgendwie ja, wegtransportiert. Das meine ich jetzt allgemein. Ich denke jetzt hier nicht an den Schrebergartenverein, sondern das sind meine Beobachtungen allgemein, dass die Leute mit dem Auto und Anhänger unterwegs sind und dann letztendlich doch Geld verbraten etc. pp. Ihr könnt euch das selber ausmalen. Und ja, wenn man das Ganze im Garten macht, ohne dass man das halt vorhat, dann ja, spart man sich viel Energie und gleichzeitig hat man vor Ort Kreisläufe, mit denen man die Beete aufbauen kann. Und dann ja, geht es den Beeten gut, geht es den Tieren gut, geht es den ja, eurem Gemüse, eurem Obst, was auch immer ihr da habt, auch gut. Das ist so der rote Faden hier. Ah, hier so der Blick durch die Weide. Ja, hier vorne nun mein neuestes Geschichtchen, da liegt noch Müll.
Hab nochmal ein Vogelhäuschen gebaut. Nicht ganz mittig, sehe ich gerade. Aber es macht nichts. Muss ja auch nicht sein. Ich hoffe, das wird angenommen. Da muss ich natürlich noch ein Plätzchen für finden. Was heißt muss? Darf ich noch ein Plätzchen für finden? Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann muss ich mir dieses Jahr nicht ganz so viel Sorgen machen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre zeigt das Leben doch, dass es immer so eine eigene Geschichte schreibt und man letztendlich nur Passagier ist. Die Zukunft ist derzeit nicht planbar und ich gebe mein Bestes und hoffe, ich darf dieses Jahr auch viel Freude ernten und vor allen Dingen Ruhe hier in diesem Bereich, Erholung, ja, und viele glückselige Momente, wie ich sie auch in der Vergangenheit erleben durfte. Ja, letztendlich heute auch schon wieder ganz viel. Man schaut dann auf das, was man geschaffen hat. Meine ist in der Richtung gerade, schaut in die falsche. Ich darf mich hier an allem gerade erfreuen, weil ich habe ja auch so ein bisschen visuell das im Kopf, was dann hinten raus wartet, wie der Garten ansonsten aussieht. Das sind ja jetzt nur Strukturen, die ich geschaffen habe, beziehungsweise alte Strukturen gefestigt, wieder aufgemacht. Man wühlt mit den Händen in der Erde, lädt sich wieder auf, verbindet sich, erdet sich. Er schafft dann irgendwie etwas, mit dem man später Gemüse anbauen kann. Hat dann auch hier und da noch eine Baustelle stehen. Ja, hier gerade so der Bereich und außenrum wollte ich nochmal beim Kiholbeet. Wer es nicht kennt, ein selbstdüngendes Beet. Kompost in der Mitte, drumherum baut man an und die Würmer sind unterwegs. Und natürlich auch, was da sonst noch an Tieren wohnt in diesem Beet. Ja, aber ich schweife ab. Wo war ich gerade? Gemüseanbau. Ja. Beziehungsweise auch Blumenblütenfest für die Insekten. Die sollen ja nicht zu kurz kommen. Also es geht hier nicht nur um Gemüseanbau. Es gibt überall Stellen für alle, die vielleicht ganz frisch auf mich gestoßen sind. Ich glaube, hier kommt wieder ein bisschen Blühwiese rein. In der Mitte Anbau. Da hinten dann wieder ein bisschen Hotspot. Anbau gemixt. Da auch wieder ein Insektenstreifen. Beziehungsweise es ist ja überall mit Totholz, mit Stein, Lebensraum für verschiedenste Arten von Tieren geschaffen. Was ich ja alles schon entdecken durfte, war echt eine Freude. Ja, ich darf hoffentlich dieses Jahr auch wieder der Schlange begegnen. Diese Ringeln hat, dieses riesengroße Exemplar. Ich habe es in einer der Videos letztes Jahr gezeigt. Ob es nun die Biene ist, spezielle Fliegen, Hornissen, verschiedenste Arten von Vögeln. Hier habe ich ja auch was für die Größeren aufgestellt. Da sitzen gerne mal die Tauben drauf. Eidechsen. Ich durfte ja schon einiges sehen. Igel, Katzen. Katzen sind auch gern gesehen hier. Das ist ein Gleichgewicht schon zwischen den Wühlmäusen und den Katzen. Ja, ich würde sagen, geht es dem Garten gut, der Natur gut. Hat man nachher auch gut vom Gemüse. Vor allen Dingen, wenn man in Liebe anbaut. Wenn man noch Liebe reinsteckt, kommt deutlich mehr rum. Das kriegen die Pflanzen mit, die spüren das. Ist ja alles mittlerweile auch nachgewiesen, dass das alles so im Einklang auch funktioniert. Mensch und Garten. Da gibt es einfach eine Verbindung. Die einen sprechen mit den Pflanzen oder mit dem Garten. Und die Pflanzen lieben das einfach. Egal, was ihr da habt. Ob es ein Baum ist, ob es eine kleine Pflanze ist, eine kleine Blume. Der Klee auf dem Boden, selbst das Gras. Wobei, das fördere ich jetzt nicht ganz so, aber ich heiße es willkommen. Habe ja auch ein Hochbeet davon gebaut. Und hier findet immer mehr rein, auch an Totholz, an Tieren, an Lebensraum. Und ich erfreue mich da jedes Jahr mehr dran. Habe ich erfreue gesagt? Erfreue mich. Erfreue mich jedes Jahr aufs Neue. Ist immer wieder anders. Oh, ich habe noch was vergessen. Ganz wichtig. Ich habe ja hier vorne noch den Rhabarber. Der sich hat schon blicken lassen. Ich denke mal, das ist... guck mal, da guckt noch einer mehr raus jetzt. Da haben wir einen und noch zwei da vorne. Ja, eins der ersten Sachen, die hier durchkommen. Ja, das Beet hier ist natürlich auch irgendwann dran. Also der Bereich darf noch gemacht werden. Bis hier durch. Ja, hier drunter ist noch die Minze verstreut. Alles ein bisschen wieder rausputzen. Und auch beim Kartoffelacker nebenan. Das hatte ich ja auch schon... Ja, ein bisschen mit drauf, aber nichts zu gesagt. Das ist hier der Bereich. Darf ich ein bisschen was machen? Da liegt ja auch noch ein bisschen was drunter, was den Weg so begrenzt bzw. strukturiert. Hier unter
habe ich noch so einen dicken Balken, das werde ich alles nach und nach mal freimachen. Hier liegt ja noch ein bisschen Dekomaterial und ja, einiges, was sich da verkompostiert. Und darunter warten noch jede Menge Grasoden. Und auch von der anderen Seite habe ich ja irgendwann aufgehört. Hier hängen ja so ein Balkonkasten hier, so ein Kasten für Blumenkästen. An der anderen Seite habe ich ja noch einen, kann ich ja eigentlich zeigen. Das ist das hier. Das wollte ich einfach mal ein bisschen besser aufstellen, Schrauben wieder raus. Ich habe hier noch ein bisschen Lücke. Ja, da will ich versuchen, Holz zwischen zu kriegen und dann werde ich das mal ordentlich festmachen, weil so wie das ist, hat es immer nur die Dicke vom Brett gehalten und die Dinger sind richtig schwer. Da darf auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Stabilität rein. Ansonsten steht das noch gut da. Und ja, nach und nach darf das wachsen. Alles, was hier so rumliegt, ne, das sind so Sachen, die auch wieder in die Beete kommen. Ja, ob das Rankhilfen für Tomaten wären oder einfach nur reine Deko, Landeplätze für die Vögel und Insekten oder wer da sonst noch hochkriechen möchte. Gerade so der Bereich hier, da wächst Beifuß. Also das, was ihr hier so seht, das ganze welke Beifuß. Ja, daneben die Goldrute. Aber hier findet man auf jeden Fall dann die Heufährtchen, die etwas größeren Grashüpfer, so nenne ich sie. Die freuen sich natürlich auf sämtliche Spielplätze, wenn sie irgendwo hochklettern können und die Ruhe haben. Genauso da vorne, da ist auch noch was. Dieses lange Teil, dass wir hier irgendwo einen Boden wieder machen. Ja, Garten dekorieren ist auch eine Riesenfreude. Ich würde sagen, das war eine runde Folge. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude. Mir haut jetzt langsam die Kamera ab, das Stativ. Ist irgendwie nicht mehr ganz fest. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Ah, immer schön den Tieren zuzuhören. Das holt einen überall raus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wäre mir eine Freude, wenn wir uns nächstes Mal wieder begrüßen dürften. Wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr das seht. Und bleibt im Licht und in der Liebe. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, euer Lars Christian. Und weg.